Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Einführungsvideo über Google Scholar. Das ist eine Suchmaschine, die dir die Literaturrecherche nach wissenschaftlichen Artikeln erleichtert. Google Scholar kann ganz einfach über die Suchleiste erreicht werden. Wie bei einer ganz normalen Suchmaschine kann auch hier ein beliebiger Begriff eingegeben werden. Hier findest du nun eine Liste an Artikeln vor. Neben dem Titel sind auch die Autoren, das Erscheinungsjahr und unter anderem der Verlag angegeben. Ebenso wie ein kurzer Ausschnitt. Klickst du nun auf einen Artikel, findest du meistens eine kurze Zusammenfassung oder ein Abstract über den Inhalt. Hier kannst du bereits erste Informationen sammeln und schauen, ob der Artikel oder das Buch auch wirklich etwas für dich ist. Möchtest du dir den Artikel merken, kannst du ihn ganz einfach mit einem Stern markieren und in deiner Bibliothek finden. Um etwas leichter wiederzufinden, kannst du auch Labels anwenden. Dieses Zeichen zeigt dir mögliche Zitierweisen an, die du auch in deinen Texten später verwenden kannst. Daneben siehst du, wie oft der Artikel schon zitiert worden ist. Dabei gilt, je öfter, desto besser. Auch ähnliche Artikel kannst du dir anzeigen lassen. Um nun noch genauer nach einem Begriff zu suchen, kannst du die Suche erweitern. Du kannst hier zum Beispiel einen Zeitraum wählen, um nur die neuesten Forschungsergebnisse zu erhalten. Oder du fügst hier unter erweiterte Suche noch bestimmte Begriffe hinzu oder gibst einen Autor an. Du kannst dir auch nur deutsche Artikel anzeigen lassen.